Okay, well, let me open up in prayer and ask the Lord to anoint this teaching. Also, lass mich mit einem Gebet beginnen und den Herrn bitten, diese Lehre jetzt zu salben. Well, Father, I just want to thank you so much for bringing us back to Germany. Lord, we love the people here, your people. Herr, wir danken dir, dass du uns zurück nach Deutschland gebracht hast und wir lieben die Menschen hier. And Lord, I just want to ask you to pour out your Holy Spirit upon this teaching, Lord, that it would be anointed by the Holy Spirit, we pray. Und ich bete jetzt, dass der Heilige Geist diese Lehre heute salbt. Lord, I pray that you would give me grace to preach the unfathomable, unsearchable riches of Jesus Christ. Und ich bete, dass du mir die Gnade gibst, das unergründliche Wort Gottes zu verkünden. And Lord, I just want to ask you, Lord, that you would release a spirit of wisdom and a spirit of revelation, that you would open the eyes of everyone's heart. Und ich bete, dass du einen Geist der Offenbarung und einen Geist der Weisheit ausgießt und dass du das Herz von jedem öffnest. Lord, that you would give us a true eye-opening revelation of the hope of your calling. Und dass du uns eine Offenbarung gibst von der Hoffnung deiner Berufung. Of your inheritance in the saints. Von deinem Erbe in den Heiligen. And of the surpassing greatness of your power towards us who believe. Und der überragenden Kraft von denen, die glauben. And Lord, I just say, Lord, just come, Holy Spirit. Und ich bete, Heiliger Geist, komm. And anoint this time, Jesus, we pray. Und gib deiner Salbe diese Zeit. Amen. 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 Let me see who was here last year. Wer von euch war letztes Jahr hier? Okay, so kind of about almost half and half, I guess. Yeah. Okay, good. So I'm going to give you an overview of God's eternal purpose. And so for those who were here last year, some of it will be a review, some of it will be new. Also für die, die letztes Jahr da waren, wird einiges eine Wiederholung sein, einiges wird neu sein. And just to give you a little testimony of how what I'm going to be talking about has so changed my life. You know, I've been walking with the Lord now for about 20 plus years. Also, ich möchte euch einfach ein kleines Zeugnis geben, wie diese Offenbarung über Gottes ewigen Plan mein Leben verändert hat. Also, ich bin seit über 20 Jahren wiedergeboren. I got born again in a Baptist church. I got baptized in the Holy Spirit in the charismatic church. Also, ich bin wiedergeboren in einer Baptistengemeinde und ich habe die Taufe im Heiligen Geist in der charismatischen Gemeinde erlebt. And you know, I just for 20 years went just so hard after God. I just ran after God with everything I have. Und 20 Jahre lang habe ich mich echt angestrengt, Gott zu folgen. I've seen the good, the bad and the ugly in the charismatic movement. Und ich habe das Gute und das Schlechte und das Furchtbare gesehen in der charismatischen Bewegung. I want to tell one story. I want to tell one story. Ich möchte euch ein Beispiel geben. This would be the ugly of the charismatic movement. Und das ist das hässliche Gesicht davon. No, it's not about you. It's not about you. It's about you. No. I was just coming out of college. I had just turned my life back to the Lord. Also, ich kam gerade aus dem College und habe mein Leben Gott gegeben. And me and my buddies, two of my buddies from college, we were so hungry for God. We were very, very hungry for the gifts of the Holy Spirit. Und ich und zwei Kumpel von mir auf dem College, wir waren echt hungrig nach Gott und dem Heiligen Geist. And so anyway, we were trying to get trained in how to prophesy and how to move and, you know, the gifts and everything. Und wir wollten uns darin trainieren, wie man prophezeit und wie man in den Gaben des Geistes so handelt. And so we went to this prophetic training and there was a room of about, it was probably 300 people in this room of training people how to prophesy. Und wir sind zu diesem Prophetentraining gegangen, da waren ungefähr 300 Leute da. And I didn't know anything. I didn't know anything back then. Und ich wusste damals überhaupt nichts. And so anyway, I'm in the back of the room and the lady's like, okay, we need a volunteer. Is there a volunteer we can get for someone to come up front and get prophesied over? Und dann haben sie nach einem Freiwilligen gesucht, der nach vorne kommen würde, damit die Menschen über ihn Prophetien aussprechen können. And so I'm just like in the back, kind of ducking my head, okay, don't call me. Und ich habe mich so hinten so ein bisschen weggeduckt und habe gesagt, jetzt bloß nicht ich. Ja. But anyway, the lady looks back and she's like, okay, you in the back row. And I'm kind of like, you know, doing this.
Und die Frau hat natürlich genau mich an, auf mich gezeigt und hat gesagt, komm du mal her. Und anyway, so getan, als ob ich nicht da wäre. She makes me come sit right up front, right here where Michael is. Und sie hat mich dann nach vorne geholt und ich musste mich ganz vorne hinsetzen, so ungefähr da, wo Michael jetzt sitzt. And they had this lady in a ballerina kind of outfit. She was in a ballerina outfit. I don't know what it was. A ballerina outfit. Und diese Frau hatte also so eine Art Ballerina-Kostüm an. And so, anyway, I'm sitting here right where Michael is, and this lady is doing this mime. You know what a mime is? You know, a mime. Und diese Frau, also ich saß jetzt da vorne, und dann hat diese Frau diese, wie sagt man das? Diese Mimik gemacht. Ja? Anyway, so she's right here in front of my face with this dress on, miming right in front of me. I mean, like right in my face. Und sie macht das also ganz dicht vor mir hier ihre Sachen. I mean, I'm doing my best not to laugh. I'm like, okay, don't laugh, don't laugh, don't laugh, don't laugh. Und ich streng mich echt an, nicht zu lachen. So I'm trying to make my face look like that picture you guys have. Und ich habe dann versucht, so zu gucken wie auf dem Bild da. So I'm sitting there like, okay, be serious, be serious, be serious. Und ich habe mich angestrengt, ernst zu bleiben. And I could tell my buddies up in the corner were dying laughing. I mean, they were dying laughing. Und ich wusste, dass meine Freunde sich kaputt gelacht haben. And anyway, she did all this stuff, and finally she said, "I feel like the Lord is saying da 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 to you." Und dann, I mean, she said, "I don't know what she told me, but." Und dann fing sie eben an, zu sagen, ich glaube, der Herr will dir das und das und das sagen. Anyway, ich weiß nicht mehr, was es war. I didn't want to tell her, you know, that was pathetic, not prophetic. So I just kept it to myself and was like, yeah, that's not God. Und also ich habe ihr nicht gesagt, dass ich das nicht sehr prophetisch fand, aber ich habe mir gedacht, ja, das so ist Gott nicht. So my point is I, you know, and I've seen the good, the bad and the ugly in the charismatic movement over 20 years. Also ich wollte damit illustrieren, ich habe das Gute und das Schlechte und das Furchtbare da in der charismatischen Bewegung gesehen. Ich könnte noch meinen Vater just richtig kidding. Schön bloßstellen mit vielen Geschichten, aber das mache ich heute nicht. That's a joke, I'm kidding. But you know, we've for 20 years, you know, we have seen so many things, you know, I mean. Also wir haben echt die verrücktesten Sachen gesehen in den letzten 20 Jahren. Everything from the gifts of the Spirit to deliverance to healing to miracles to signs and wonders to worship to prayer to end times to, you know, you name it. I think we've been there and done that. Okay, also egal was es ist, ich zähle das jetzt nicht alles auf, aber von A wie, was weiß ich, nee, von W wie Wunder bis E wie Endzeit haben wir alles erlebt. And so I know probably some of you can identify with what I'm talking about. You pretty much, okay, we've seen it, been there, done it, know it. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch es ähnlich geht. Ihr habt schon alles Mögliche erlebt, habt es mitgemacht und habt es hinter euch gelassen. You know, after doing all of that, there was this hunger inside of me. You know, there was this drive inside of me. It's like, God, there has got to be something more than what I see. Aber die ganze Zeit war so ein Hunger in mir, der hat mir gesagt, Gott, da muss etwas mehr noch sein als das, was ich bisher gesehen habe. Lord, there has got to be something more than miming ballerinas. I mean, I know there's something more than that. Und ich habe mir gesagt, es muss noch mehr geben als Ballerinas, die komische Sachen vor meinem Gesicht machen. And anyway, I was just like searching, you know, for there's something missing. And I love the picture you have, the missing puzzle piece. It was a missing puzzle piece. Aber ich habe eben irgendwie tief in mir gespürt, dass ein Puzzlestück fehlte, ja. And so about 2 years ago, I remember exactly where I was. The Lord just began opening up to me the book of Ephesians, and my eyes were open wide. About 2 years ago. Ungefähr vor 2 Jahren fing der Herr mir an, das Buch der Epheser richtig aufzuschließen. And I was reading through the book of Ephesians, and all of a sudden I realized Paul was writing this book. Paul was writing this book. Also, und ich fing dann an, fest oder zu merken oder wahrzunehmen, dass Paulus dieses Buch geschrieben hat. To unveil God's ultimate intention, the reason why he created the world. Um darzulegen, warum Gott die Welt eigentlich geschaffen hat. The reason why we exist. Der Grund, warum wir existieren. The reason why we have a heartbeat. Warum unser Herz schlägt. Is because of God's eternal purpose. Wegen Gottes ewigen Plan. And when I saw that, I realized this is what I have been missing.
Und ich habe dann, war mir ganz klar, das ist das, was ich, was mir gefehlt hat. The reason why God created the world. Der Grund, warum Gott die Welt geschaffen hat. The eternal purpose that drove God to do what he did. Der ewige Zweck, warum Gott das getan hat, was er getan hat. And what I found is when I discovered God's eternal purpose. Und als ich Gottes ewigen Plan entdeckt habe, I also discovered my purpose. Dadurch habe ich auch meinen Daseinszweck festgestellt. I also realized this is why God created me. Ich habe verstanden, dass deswegen dafür hat Gott mich geschaffen. And I believe as I start talking about this, God is going to open your eyes to realize this is what it's all about. Und ich glaube, dass Gott auch euch die Augen öffnen wird, um zu verstehen, darum geht es in meinem Leben. If you were to ask most Christians, tell me, what is God's ultimate intention? Why did God create us? Also wenn du Christen so fragen würdest, warum hat Gott die Welt geschaffen? You are likely to get an answer such as to save us, to disciple us, to bring justice to the world or to glorify himself. Also dann kriegst du wahrscheinlich so eine Antwort wie um uns zu retten oder um für Gerechtigkeit zu sorgen oder um zu richten. All of those answers might touch on why God created the world and his ultimate intention. It still doesn't touch the deepest thing in God's heart. Und das berührt dieses Thema peripher überall, aber das ist nicht der Kern der Sache, warum Gott die Welt geschaffen hat. And so what I want to do in this teaching, in this two-part teaching, is I want to give you an overview of God's eternal purpose. Und ich möchte jetzt in diesen zwei Sessions euch einen Überblick geben über Gottes ursprünglichen ewigen Plan. If someone was to ask me, explain God's eternal purpose as simply and as clearly as you can to someone who doesn't even know what that means, what would you say? Also wenn dich jemand fragen oder bitten würde, erklär mir mal Gottes eigentlichen Plan in ein paar Worten, was würdest du sagen? And this would be my answer. This teaching would be my answer. I want to talk about 8 perspectives of God's eternal purpose. Also das wäre meine Antwort. And so I'm going to just real quickly highlight the 8 things I'm going to talk about, and then we'll drill down into these 8 things and go into a lot more detail. Also diese 8 Elemente, ich möchte kurz einen Überblick drüber machen und dann werden wir in etwas mehr in die Tiefe gehen. Number 1, we're going to talk about the blueprint from eternity. Also als erstes werden wir über den ewigen Plan sprechen. Number 2, we're going to talk about Jesus being God's ultimate intention. It's all about Christ. Also Jesus im Zentrum von allem, was Gott vorhat. Jesus ist das ultimative Ziel von Gott. The third thing we're going to look at is the gospel and ultimate intention. Also das dritte ist das Evangelium im Verhältnis zu Gottes eigentlichen Plan. And then the next 3 are about God's inheritance in the saints. Dann geht es um das Erbe des Vaters in seinen Heiligen. The Father's inheritance in the saints. Also des Vaters Erbe. The Son's inheritance in the saints. Das Erbe von Jesus and the Holy Spirit's inheritance in the saints. Und das Erbe des Heiligen Geistes in seinen Heiligen, also in uns. And then number 7, we're going to talk about our inheritance in Christ. Und dann reden wir über unser Erbe in Christus. And I don't mean, I mean our eternal inheritance in Christ. Ich meine damit unser ewiges Erbe. And then number 8, we're going to talk about God's eternal purpose fulfilled at the end of the age. Und dann als 8. reden wir darüber, wie Gottes Plan Realität wird am Ende des Zeitalters. Just to let you know, I'm going to steal some of Kai's revelation at this point. Und er wird dann Offenbarungen, die ich gehabt habe, wird er mir stehlen. Das hat er mir schon angedroht und aber die sind natürlich die besten dann. But let's I almost didn't tell you that, but I would feel convicted if I said it as my own and it was actually his. Also er hätte sich geschämt, wenn er es nicht angekündigt hätte, dass er es stehlen wird. So let's go ahead and talk about number 1, the blueprint from eternity. Also lasst uns anfangen mit dem ewigen Plan. And so what we're going to talk about is the plan that drives, the plan that God established in eternity past that drives everything he does. Der Plan, den Gott von vor Anbeginn der Welt beschlossen hat und der alles bestimmt, was er tut. And so if you look at the book of Ephesians, one of the things I realized when I read the book of Ephesians is many people have misinterpreted the book of Ephesians. Also das Buch der Epheser ist von vielen Menschen missinterpretiert worden. I'm going to share a story and let me give you a warning.
Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen und ich möchte euch warnen. What I'm going to say is not a political statement. Was ich sage, ist keine politische Aussage. I'm going to mention Donald Trump, but this is not a political statement. It's a story. Ich werde Donald Trump darin erwähnen, aber es geht nicht um Politik hier. So anyway, my daughter, who's 9 years old, I don't know if you have kids, but if you have kids, you realize that when it comes time for bed, they do everything they can do not to try to go to sleep. Also meine Tochter ist 9 Jahre alt und wenn die ins Bett gehen soll, dann tut sie alles Mögliche, um nicht ins Bett gehen zu müssen. And so Anna created this prayer box where she would take these prayer requests and put them into the box and at night when we were going to sleep, she would pray for each of the prayer requests. Und wir haben so eine Gebetsbox und da kann Anna also ihre Gebete reintun und dann wenn sie ins Bett gehen soll, dann holt sie sie raus und betet für jedes einzelne. And so one night she dumped it on her bed and I'm like, good Lord, it looks like it snowed. I mean, they're everywhere. It's gonna take forever. Und eines Abends hat sie also diese Box ausgekippt und hat auf ihrem Bett sah es aus, als ob es geschneit hätte, weil es so viele Zettel waren. And so anyway, she's like, I pray that this person's head gets better and I pray this person stops coughing. I mean, she had like everything you could think of. Und sie hat dann eben für alle möglichen Leute, dass ihre, was weiß ich, dass jemand seinen Kopfschmerz verliert oder dass der Husten besser wird oder sowas. Alles in der Welt hatte sie da drauf. And so anyway, she gets to this one point and she says, Lord, I pray that Donald Trump's back would get better. Und dann ein Gebet war, Herr, ich bete, dass Donald Trumps Rücken, dass es dem besser gehen soll. And me and Angie, my wife, looked at each other and were like, what's wrong with Donald Trump's back? I'm like, what happened to his back? I don't even know he had a back problem. Und ich habe mal zu meiner Frau gesagt, was mit Donald Trumps Rücken? Ich meine, ich wusste gar nicht, dass der da ein Problem hat. Anyway, we're like, Anna, what happened to Donald Trump's back? Und ich habe dann meine Tochter gefragt, was ist dem passiert, dem Donald Trump? And she said, oh, you know, so innocently, oh, he got stabbed in the back. Und sie hat gesagt, oh, er ist in den Rücken gestochen worden. I'm like, stabbed in the back? How did you know he got stabbed in the back? Woher weißt du, dass da jemand ihm in den Rücken gestochen hat? Well, she went to one of the grocery stores in America and saw some of the, you know, the gossip magazines you have. Also sie waren also im Supermarkt und da waren eben so die amerikanischen Bildzeitungen. And it said Donald Trump stabbed in the back. Und da stand Donald Trump von hinten in den Rücken gestochen. And yeah. So I just heard that. I mean, that me and Angie were just dying laughing. You know, it's like one of those things. We can't even correct this because this is beautiful. I mean. Also wir fanden das wirklich köstlich. Wir haben uns kaputt gelacht. But I realized, you know, that what I realized when I read the book of Ephesians is that many people were reading this book kind of like Anna, misinterpreting what it meant to be stabbed in the back. Many people had missed what Paul was saying in Ephesians chapter 1. Also, aber was mir, warum ich das erzählt habe, so wie Anna diese Schlagzeile missverstanden hat, so haben viele Menschen das Buch der Epheser missverstanden. And what I realized, it came down to this one word called predestined. Und der Hauptgrund, warum das missverstanden wurde, ist dieses Wort vorherbestimmt. Now let's look at Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Also lasst uns mal Epheser 1, Vers 4 und 5 anschauen. And so Paul is writing here in Ephesians 1, verse 4, and he says, just as he chose us in him before the foundation of the world. Notice that Paul is looking back before the foundation of the world. Also Paulus hat die Perspektive, dass er zurückschaut vor die Schöpfung der Erde. Und hier heißt es dann, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. That we should be holy and blameless before him in love. Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, oder manche deutsche Versionen sagen vorherbestimmt. And here is where so many people misinterpret Ephesians chapter 1. Und an diesem Punkt missinterpretieren sehr viele Menschen Epheser 1. As they read this word translated into English, or well, you guys in German, predestined. Also dieses Wort vorherbestimmt übersetzt. And they think what it means is that God took a big whiteboard and wrote on who would be saved and who would not be saved. Und die nehmen also dieses Wort und stellen sich vor, dass Gott also für jeden aufgeschrieben hat in seinem Buch, dieser Mensch wird gerettet und dieser nicht. And then God wrote on there, this one would be saved, this one would be saved, this one would be saved, but these people over here would not be saved. And he determined that before the foundation of the world. Und dass er also genau festgelegt hat vor Schaffung der Welt, wer errettet wird und wer nicht. That teaching is really big in America.
Also, I don't know if it is here. Das ist in Amerika sehr prominent, diese Lehre. But anyway, what I realize is that many people who teach that don't realize what this Greek word really means. And I want to get into the details of that because it really defines what Paul is saying in Ephesians 1. Also, und deswegen müssen wir uns jetzt mal eben genau angucken, was dieses griechische Wort, das auf Deutsch mit vorherbestimmt übersetzt wird, was das eigentlich wirklich heißt. And so if you look at this Greek word predestined, it's the Greek word praorizo. Also das ist das griechische Wort proorizo. Pro means before. Also pro heißt vorher. Horizo means to mark out the boundaries or the limits. Also das und horizo, das ist eben davon kommt unser Wort Horizont. Das heißt die Grenzen festlegen oder bestimmen. It's actually from a Greek word that means horion, which is for boundaries. Und das ist abgeleitet von dem griechischen Wort horion, das Grenze bedeutet. And you can think about it as a build. You can think about this building right here. Ihr könnt euch das vorstellen wie dieses Gebäude hier. Is when the builders of this building were designing this building, als die Architekten dieses Gebäudes das entworfen haben, they marked out the boundaries of how big these rooms would be and how tall the ceilings would be and how far it would go over here and this way and that way. Also da haben sie die Außengrenzen dieses Hauses bestimmt und der einzelnen Räume und der Gänge und der kleineren Räume. And they did that marking out of those boundaries and those regions before the building was built. Und das haben sie genau festgelegt, bevor mit den Bauarbeiten angefangen wurde. And you would be very familiar with the word blueprint. Ihr kennt das Wort Bauplan. They would take the boundaries of what was developed and they would create a blueprint to say this is what is going to be constructed. Also it's a blueprint. Sie würden das festlegen in einem Bauplan und der ist dann verbindlich. And that really is what this word predestined means in the Greek. If you really break it down, it means basically a blueprint that God established before the foundation of the world. Also, und das ist das, was dieses Wort proorizo meint. Ein Plan, der vor Schaffung der Welt schon feststand. And so the Lord, I believe what Paul is really getting onto here in Ephesians 1 is not who would be saved and who would not be saved. Also was Paulus hier sagt, da geht es gar nicht darum, wer wird gerettet und wer wird nicht gerettet. But Paul was unveiling the plan of God, the blueprint from eternity. Sondern Gott, Paulus hat eine Offenbarung darüber gehabt, dass es vor Schaffung der Welt eben einen Plan gab, nach dem Gott handelt. So, if we go back before creation, before time, before heaven, before the throne. Also wenn wir zurückgehen vor Beginn der Schöpfung, vor Schaffung der Welt. There was a council held in heaven between God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. Da gab es eine Zusammenkunft im Himmel zwischen Gott dem Vater, Jesus dem Sohn und dem Heiligen Geist. And the Godhead determined and established the blueprint that would drive everything that they would do. Und dieser dreieine Gott hat einen Bauplan entworfen, der alles definieren würde, was passieren würde. Now this blueprint is so much more than salvation. Und dieser Bauplan enthält so viel mehr als nur Errettung. See, so many Christians think God's ultimate intention is just to save us. So viele Menschen denken, Gott geht es nur darum, uns zu retten. God's ultimate intention is far greater than salvation. Aber Gottes Plan ist viel größer als nur Errettung. God's ultimate intention was established before time and creation. Gottes Plan war vor dem Anbeginn der Zeit und der Schöpfung schon festgestanden. And most Christians today are not going back far enough in time to determine what God's intention, ultimate intention is. Und die meisten Christen gehen einfach nicht weit genug zurück in der Zeit, um zu verstehen, was Gottes Plan eigentlich war. And so if you were here last year, you remember we did the starting point. Some people start, and I'm not going to go through all of them tonight, but some people start with the book of Acts and say God's ultimate intention is signs and wonders and miracles. Also wenn ihr für die letztes Jahr da waren, ihr erinnert euch, wir haben uns angeschaut, wo Menschen anfangen, die Bibel zu verstehen. Also zum Beispiel Apostelgeschichte, dann sagen sie, es geht nur um Zeichen und Wunder. Or some go back to the prophets and say God's ultimate intention is to restore Israel. Oder sie beschäftigen sich mit den Propheten und sagen, Gottes
eigentlicher Plan ist, Israel wiederherzustellen. Or they go back to Abraham and the blessings of the covenant and say God's ultimate intention is to make me healthy and wealthy and wise and favored. Oder sie schauen sich die Segnung von Abraham an und sagen, Gott geht es darum, mich glücklich und reich und gesegnet zu machen. Or they go back to the fall and say God's ultimate intention is to save me. I don't know. Was it somewhere else? I don't know. Be a couple of slides before. I kind of got out. Sorry. Okay. But God's ultimate intention is to save me. Manche denken eben, Gottes eigentlicher Plan beinhaltet einfach nur die Errettung. But each of those starting points, if we start there, will miss the ultimate intention of God. Aber wenn man an diesen Stellen meint, da, das ist der Beginn von allem, dann sieht man nicht das ganze Bild. And so what Paul is doing here is Paul is bringing us back before the foundation of the world when it was only God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. Aber Paulus nimmt uns viel weiter zurück vor Anbeginn der Welt. They're dwelling in unapproachable light. Und sie sind da in einem Licht, in einem, das so hell scheint, dass man ihm sich nicht nähern kann. We can't even comprehend the intimacy and the fellowship. I mean the joy and the love and the pleasure of this relationship of God the Father and God the Son and the Holy Spirit. Wir können uns nicht mal vorstellen, was für ein Vergnügen oder für eine Schönheit das ist, wenn Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in Einheit zusammen sind. But it was in this fellowship and in this relationship, this intimacy that God the Father and God the Son had with one another by the Spirit of God. Aber es war eben diese unglaubliche Intimität, die die drei hatten und aus der dieser Plan geboren wurde. That the Godhead determined a plan to bring mankind, a creation that he would create. Und eben diesen Plan, der den Menschen, den erst noch schaffen würde. And he would bring this creation into the very fellowship that God the Father and God the Son have shared for billions and billions of years in eternity. Also, und das Ziel ist eben, diesen Menschen, den erst noch schaffen würde, in diese intime Beziehung, in diese Familienbeziehung hineinzuholen. Isn't God good? Isn't that amazing? Ist das nicht toll? Ist das nicht ein wunderbarer Plan? You can read about that in John 17 in Jesus' high priestly prayer. Ihr könnt das in Johannes 17 lesen, in dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus. See, it is the good pleasure of God to bring you to himself. Es ist Gottes größte Sehnsucht, uns zu ihm zu holen. See, God is not good because he blesses you. Gott ist nicht gut, weil er dich segnet. God is good because he brings you to himself. Sondern er ist gut, weil er dich zu sich selber bringt. God himself is the ultimate good of us. Our ultimate good. Und Gott selber ist das ultimativ Gute in uns. And so Paul is unveiling this and he's saying before time, before creation, God had a good, and he called it the good pleasure of God, the kindness of God's intention. Und Paulus nennt das eben diese, das, wie heißt es, Gottes, seine Sehnsucht, seine Freude mit uns in Gemeinschaft zu leben. And you can read about it in Ephesians chapter 1, but I think a couple times Paul said it according to his good pleasure. Also es ist seine Freude. I mean, I can't even imagine the pleasure in God's heart, the just the intense pleasure of God's heart, his goodness. Ich kann mir seine Güte gar nicht genug vorstellen, wie was aus der heraus diese ganze Sache geboren ist. To share himself with us. Sich mit uns zu teilen. That's his plan. That's the ultimate intention of what God wants to do. I mean, it's a lot deeper than that. Das ist sein Plan, das ist seine tiefe ewige Absicht. But here in Ephesians chapter 1, let's go to the next slide. Yeah, the process there. The process? Yeah. Okay. I'm not going to try to understand that in German, but, I don't even know if I brought the slide for that to see it. I'm just going to go from memory, so I may not totally get it. But the first thing, and this is coming from Ephesians chapter 1. If you take the words and understand what the words are, what I see happening is a process that of how this blueprint was established. Also das ist alles enthalten in dem Kapitel 1 von Epheser.
Paul said in Ephesians chapter 1 verse 11 that God works all things based on the counsel of his will. Also in Vers 11 heißt es, dass Gott alles nach dem Ratschluss oder nach dem Rat seines Willens durchführt. So there was a heavenly council between God in the Godhead where they counseled together, and in counseling together they established the eternal purpose. Also es gab eben diese Vereinigung, dieses Meeting des Konzils, auf dem wurde ein Beschluss gefasst, und das war eben der ewige Plan oder der Bauplan. And this eternal purpose drove what I've been calling the blueprint from eternity. Und das ist eben der ewige Plan, habe ich schon gesagt. Which then established God's will. Und das bringt oder das definiert Gottes Willen. See, when we think, okay, God, what is your will? What is your will? We often think, okay, where do I need to go to college? Who do I need to marry? What car do I need to buy? Wir fragen Gott immer, ja, wenn, also was ist Gottes Wille? Wen soll ich heiraten? Welches Auto soll ich kaufen? Now, I'm not saying, obviously, we need to ask the Lord about those things, but there's something way, way deeper than what you do. Aber ich sage jetzt nicht, dass wir Gott nicht fragen sollen um Rat, wenn wir Rat brauchen, aber es gibt etwas viel, viel Tieferes. God's will goes back to this blueprint in eternity past and the counsel of the Godhead that drives everything they do. Aber Gottes Wille geht eben viel tiefer in diesen, der ist enthalten in dem Bauplan für die ganze Schöpfung. And then in Ephesians 1:11, Paul says, he works all things based on this plan. Und eben im Vers 11 heißt es eben, dass er alle Dinge nach diesem Plan durchführt. And when I saw that, I realized the church, my church, our, you know, myself, we are so out of sync with what God's eternal purpose is. Und da ist mir dann klar geworden, dass unsere Gemeinde und dass ich selber sowas von weit weg sind zu verstehen, was Gott eigentlich vorhat mit uns. You know, we're over here doing this and that, thinking this is what God wants, when God wants what he established back in eternity past. Und wir machen alle möglichen Sachen und denken, das ist also jetzt Gottes Wille, während sein Wille ist viel größer und wurde schon längst vor der Schöpfung beschlossen. And so if we don't understand this plan, this blueprint, then we're going to be out of sync with what the Lord is doing. Also, und wenn wir diesen Plan nicht verstehen, dann sind wir nicht im Einklang mit Gott. Which unfortunately describes much of the church today. Was leider auf den größeren Teil des Leib Christi zutrifft. And I believe we're living in the days when God is restoring the eternal purpose gospel, the Revelation 14, the eternal gospel. Und ich glaube, was jetzt gerade in unserer Zeit passiert, ist, dass er das ewige Evangelium wiederherstellt. It really is an amazing time to be a believer in the times we live in, because God is working to bring the church back to his eternal purpose. Und wir leben wirklich in einer wunderbaren Zeit, denn Gott ist gerade dabei, seinen Leib Christi in diesen ewigen Plan auf diesen Weg zurückzubringen. So the second thing we're going to talk about, because I need to move on to get everything in. Ja, also ich muss ein bisschen Gas geben. I could probably hang out there for about 2 sessions, but I won't. But ich könnte jetzt noch eine Weile hier bleiben, also wir haben ja bis früh morgens Zeit. The second thing about the second perspective of God's eternal purpose. Yeah, there it is. Is that Jesus is God's ultimate intention. Also Jesus ist Gottes ultimatives Ziel. It is Christ. Christ is God's ultimate intention. Christus ist Gottes ultimative Absicht. And so in the church today, what has happened is many things have replaced Christ in his house. Also in den Gemeinden heutzutage haben viele Dinge Jesus also die Stelle von Jesus eingenommen. I mean, you could go through all the things, even the good things that God gives, have replaced Christ. Und sogar die guten Dinge, die da passieren, die verdrängen Christus. And I want to tell you, in the council of the Godhead, the Father had incredibly jealous love for his son and said, this, my son, is going to be at the center of my plan. Gott, der Vater, hat eine eifersüchtige Liebe für seinen Sohn und er sagt, mein Sohn wird im Zentrum meiner Pläne sein. And so God's ultimate intention is Ephesians chapter 3, verse 11. Und Gottes ultimative Absicht mit Jesus ist in Epheser 3, Vers 11.
And I'm just going to just summarize it here, but Paul said that his eternal purpose was in Christ Jesus. Also sein ewiger Plan war in Jesus Christus. It is Christ who is at the center of God's eternal purpose. Es ist Christus, der im Zentrum von Gottes Plan steht. Christ is everything. Christus ist alles. The Father is working to put Christ back at the center of his house. Und Gott arbeitet daran, Christus wieder in das ins Zentrum seines Hauses zu stellen. We have put so many things above him. Wir haben so viele Dinge über Christus erhoben. But Paul said he is to have the preeminence in everything, Jesus Christ. Aber er soll die Vorrangstellung in allem haben. The everything that God does, the boundaries, Acts 17:31, the next scripture. Und alles was er tut. And again, I'm not going to go into read the whole thing, but in this scripture it shows you the word. It says that he has appointed the man. He's talking about Christ. He has appointed this man. Also er hat einen Mann bestimmt. And that word appointed is connected to that word we were talking about earlier. For predestined, meaning that Jesus is the boundary line of God's ultimate intention. Also, und ich würde das mal so ausdrücken: Jesus ist die äußere Grenze von Gottes Absicht. It is Christ in Christ alone that God wants to put at the center of everything. Und Gott möchte Christus in das Zentrum von allem setzen. And Christ wants to come back into the center of our. It's going to start with God's people, where God's people allowing Christ to be the center of their life, the center of their heart. Es wird damit anfangen, dass es wieder Heilige gibt, die Christus wirklich in das Zentrum ihres Glaubens stellen. Ephesians 1:9-10, Paul's again talking about eternal purpose. Und in Epheser 1:9-10 redet Paulus wieder von Gottes ewigen Plan. And Paul is saying here that God wants to bring everything under he wants to sum up everything in heaven and in the earth under Christ, under the headship of Christ. Also, und da steht eben, dass er alles unter das Haupt von Christus bringen will. And I believe one of the great purposes of God in the church age is to establish the kingdom of God within his people. Und der Zweck unseres Zeitalters, in dem wir leben, ist das in unserem Herzen, also das Königreich in uns zu begründen oder zu starten. That Christ would be the head in his church once again. Dass Christus wieder das Haupt in seiner Gemeinde sein wird. I mean, I don't know what it's like here in Germany, but in America, much of the church is under the government of man. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA ist es in vielen Gemeinden so, dass die Gemeinden von Menschen regiert werden oder geleitet werden. But I'm telling you, God is in a jealousy mode about this. Aber Gott ist sehr eifersüchtig deswegen. There is zeal and jealousy in the heart of the Father for his son to have the preeminence in his house. Also Gott ist eifersüchtig, dass Christus wieder die Vorrangstellung in seinem eigenen Haus bekommt. And I believe we are in a time when there is a movement from God the Father himself seeking to restore his eternal purpose to place his son back at the center and the preeminence in his own house. Und es gibt eben eine Bewegung, die Gott anstößt, dass Christus wieder in das Zentrum seines eigenen Hauses kommt. Jesus Christ is not the head of most churches today, unfortunately. Jesus Christus ist nicht das Haupt der meisten Gemeinden heutzutage. But God is bringing about a recovery in his church. Aber Gott bringt eine Wiederherstellung zu seiner Kirche. Ephesians 1:9-10, based on his eternal purpose. Und das tut er auf der Basis von hier Epheser 9:10, seiner ursprünglichen ewigen Absicht. That Christ will be the head in his church once again. Dass Christus wieder das Haupt in seiner Gemeinde sein wird. And the good things of God, the blessings of God, will not replace Christ in his house. Dass die guten Sachen, die in den Gemeinden passieren, nicht wichtiger sind als Jesus. When we were in Africa, the Lord really had us confront this and our leaders we were speaking to. Also, wir mussten das wirklich konfrontieren, als wir in Afrika waren und zu unseren Leitern gesprochen haben. In Africa, you are not godly and you are not spiritual if you don't do signs and wonders and miracles. Also, man hält dich nicht für geistlich, wenn du nicht Zeichen und Wunder jeden Tag bringst.
And I remember I was getting ready for the meeting one morning, and the Lord just spoke to me about the idolatry in the African church for signs and wonders and miracles. This replaced Christ. Und ich habe mich an einem Morgen war ich dabei, mich bereit vorzubereiten auf den Tag, und da hat Gott zu mir gesprochen über diesen Götzendienst, der da geleistet wird, diesen Zeichen und Wundern. And so you remember in the days of Moses, they had this bronze serpent that was raised up, and everyone who was bit by the snake, they would look up at that bronze serpent, and when they looked up, God would heal them. Und ihr erinnert euch an die Geschichte von Moses, da gab es diese bronzene Schlange, und wenn man gebissen wurde von der Schlange, dann schaute man die an und wurde geheilt. But hundreds of years later, that very bronze serpent, aber hunderte von Jahren später wurde diese bronzene Schlange, was taken into the temple, wurde in den Tempel gebracht, and the sons of Israel were burning incense to it. Und man hat ihr dann Weihrauch geopfert. They were idolizing miracles. They were idolizing what God had done in the past. Also sie haben das zu einem Götzen gemacht. Das, was Gott früher bewirkt hat, haben sie zu einem Götzen gemacht. And I'm telling you, the same thing has happened in God's house. Und dasselbe passiert heute. The things of God have replaced Christ. Diese Aktivitäten haben Christus verdrängt. And so, you know, I talked about that in the African church. Und ich rede also darüber in der afrikanischen Kirche. And that went over not great. Und da waren sie nicht ganz so begeistert. And our leader, just a great guy. Our leader got up afterwards, and he's such a nice man. Und unser Leiter vor Ort, das ist ein sehr netter Mann. And he said, I want you to know, Ken and Brian and Michael, they believe in signs and wonders. Der ist also dann hinterher aufgestanden und hat gesagt, also Ken und Brian und Michael, die glauben an Zeichen und Wunder. We were hitting on a golden calf in the African church of exalting signs and wonders above Christ. Und wir haben einfach ein goldenes Kalb da geschlachtet, als wir eben diesen Götzendienst, den sie für Zeichen und Wunder machten, angeprangert haben. But there's many, many examples we could use, and I don't have the time to do it, but so many things. Christ is not at the head of his church, but God is looking to reestablish that. Also Christus in so vieler Hinsicht nicht das Haupt seiner Gemeinde, aber Gott arbeitet daran, das wiederherzustellen. Jesus is God's ultimate intention. Jesus ist Gottes ultimative Absicht, Ziel. His son. Sein Sohn. And so his son, and what we got to understand is his son is revealed in the book of Revelation. Und sein Sohn ist in der Offenbarung offenbart. Deswegen heißt das Buch Offenbarung. God wants to give his church a revelation of Jesus Christ once again. Gott möchte seiner Gemeinde wieder eine richtige Offenbarung von Jesus geben. See, so much of the church only knows Jesus as a baby in a manger. Ein riesiger Teil der Christenheit kennt Jesus nur als ein Baby in der Krippe. Or Jesus the man from Galilee, or Jesus of Nazareth. Oder den Jesus als Mann aus Galiläa. Or Jesus hanging on a cross, the broken man on the cross. Oder sie kennen ihn nur als gebrochenen Menschen am Kreuz. But Paul said, we are no longer to know Christ after the flesh. Aber Paulus sagt, wir sollen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch kennen. We are to know Christ as he is revealed in the book of Revelation. Wir sollen ihn so kennen, wie er im Buch der Offenbarung sich offenbart. And when John the Apostle saw Christ in the book of Revelation, und als Paulus den Jesus so gesehen hat, wie wir ihn aus der Offenbarung kennen. I mean, you just think about it. He's on the Isle of Patmos, exiled by the word for the word of God. Er ist auf der Insel Patmos und ist da im Exil wegen seines Glaubens. He's in the Spirit on the Lord's Day. Er ist im Geist am Tag des Herrn. And he hears this trumpet blast blow, and he turns around to look at who it is. Und er hört eben diese Trompete, und er dreht sich um und schaut, wer das ist. And immediately John, this is John who laid his head upon the chest of Jesus of Nazareth. Und der Johannes, der eben seine Hand auf die Brust von Jesus gelegt hatte. This is John who had intimacy. He was the best friend of Jesus. Und also er war der beste Freund von Jesus. And John looks at him. And his face is shining like the sun in its strength. His eyes are like flames of fire. His mouth is like a two-edged sword. And John collapses under the weight of the glory of God. Und er schaut eben diesen Jesus an, und seine Augen scheinen wie die Sonne, und seine Zunge ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und Johannes bricht zusammen.
That's Jesus Christ. So ist Jesus. That is our God. Das ist unser Gott. And that is the one who God the Father is jealous to put back at the center of his house once again. Und Gott ist eifersüchtig, ihn wieder an die richtige Stelle in seinem Haus zu stellen. It's the spirit of Antichrist that wants to put the things of God above God himself. Es ist der Geist des Antichristen, der diese Aktivitäten Gottes über Christus stellen möchte. It's the spirit of Antichrist that wants to hide and veil the Jesus of Revelation to the church. Und es ist der Antichrist, der versucht, zu verschleiern, wer Jesus wirklich ist, so wie er in der Offenbarung beschrieben wird. But Jesus is no longer the babe in the manger or the broken man on the cross. He is the exalted, risen, ascended, glorified Son of God. Aber Jesus ist kein Baby mehr in der Krippe, sondern er ist der hocherhobene Sohn Gottes. And this revelation needs to be recovered again in the church. Und diese Offenbarung, die gehört wieder neu entdeckt in der Gemeinde. To see Jesus come back to the head of his church. Dass Jesus wieder an die Spitze seines Leibes kommt. Amen. Can I get one more point in before the break? Yep. Okay, how much time? 5 minutes? Yeah. Okay, 5 minutes. I'm going to talk really, yeah, really fast. Even though you're going to be on time, yeah. Okay. Number three, the gospel and ultimate intention. Also, das Evangelium und Gottes eigentlicher Plan. Okay, the gospel, salvation was never God's ultimate intention, but the means to restore us to his eternal purpose. Also, Errettung war nicht Gottes ursprünglicher Plan, sondern das Mittel, um uns wieder in den ewigen Plan einzusetzen. Now, so many gospel presentations of the finished work of the cross are wonderful, but they're missing something. Es gibt so viele tolle Darstellungen davon, was am Kreuz passiert ist, aber sie vergessen alle eins. See, what they're missing is they're missing the connection to God's ultimate intention. Sie haben stehen in keiner Verbindung zu Gottes eigentlichem Plan. And so many gospel presentations are presenting the gospel as if this is the ultimate intention of God, when it's only the means to restore us back to God's ultimate intention. Aber und das Errettungswerk von Jesus wird eben als Gottes letztendliche Absicht dargestellt, aber es ist nur ein Mittel dazu, wirklich wieder zurückzukommen auf diesen Weg. And so what we need to know when we talk about the finished work of the cross and we talk about the way of the cross, this is God's plan to get us into ultimate intention. Wir müssen einfach verstehen, dass das Errettungswerk von Jesus uns zurückbringen soll auf den Weg zum eigentlichen Plan Gottes. So let's go to the, yeah, so this is the ultimate intention of God. Also das hier ist der ewige Plan Gottes. Is you have the eternal counsel, which we've talked about, the eternal purpose. Also wir haben eben diesen Rat vor Beginn der Welt. You have Adam and Eve Das ist hier, Wow. Good idea. Wir haben Adam und Eva. You have Adam and Eve having the choice. See, God's ultimate intention was not for Adam and Eve to eat the tree of the knowledge of good and evil. Adam und Eva haben Wahlfreiheit. God's ultimate intention was that Adam and Eve would choose the tree of life. Und Gott wollte, dass Adam und Eva den Baum des Lebens wählen. And that having that life in them. Und dieses Leben dann in sich haben. That life from the tree of life, representing Christ. Und dieses Leben vom Baum des Lebens repräsentiert Christus. Would grow into fullness, so where they would have the fullness of Christ's life. Und sie hätten dann die Fülle von dem Leben Christi in sich gehabt. And that ultimately Adam and Eve would become the inheritance. Adam and Eve, and in the multiplied creation after them, would become the inheritance of God. Filled with the life of Christ. Und Adam und Eva würden sich dann multiplizieren und sie wären diese Fülle von Gott und wären seine Familie. That was God's blueprint. That was God's ultimate intention. That's what God wanted for mankind. He did not want mankind to fall. Also, und das war Gottes eigentlicher Plan. Er wollte nicht, dass Adam und Eva fallen. Now go to the next slide. But now we know what happened. Adam ate from the tree of the knowledge of good and evil, and that tree made him inherently selfish. Und dieser, sie haben dann eben von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen, und dieser Baum hat sie
selbstzentriert gemacht. And so what we need to understand about the gospel and ultimate intention is the finished work of the cross restores us back to where Adam would have been if he would have eaten from the tree of life. Also, wir verstehen, dass der Tod von Jesus uns wieder hierhin zurückgebracht hat. Da, wo Adam und Eva gewesen wären, hätten sie vom Baum des Lebens gegessen. And then it's the when I talk about the finished work of the cross, what Jesus finished for us. Und wenn ich von dem, was Jesus am Kreuz errungen hat, was er für uns errungen hat. You know, in Christ you are righteous. In Christ you have been crucified. In Christ you died to the law. In Christ you have been raised from the dead. You know what, also, what who we are in Christ. Also all die Dinge, die wir in Christus sind, was unsere Identität ausmacht, dass wir gerecht sind durch ihn, dass wir ja, hab den Faden verloren, was er noch gesagt hat. But it's the way of the cross. See, the work of the finished work of the cross gets us back to where Adam would have been. Also, das Kreuz bringt uns zurück dahin, wo Adam gewesen wäre. And I look around at the church today and I realize so much of the church just wants to camp out at the finished work of the cross, as great as it is, as great as it is. Und wenn ich so rumschaue, dann sehe ich, dass so viele Christen einfach da bleiben wollen an diesem Punkt der Errettung, so toll wie das ist. But if we stop there, then we're going to not go all the way to ultimate intention. Aber wenn wir hier stoppen, dann haben wir kein Streben mehr, hier hinzukommen. See, it's the way of the cross that leads us from the imparted life of Christ in us in seed form. Und durch das, also wir haben in uns, durch die Errettung, haben wir in uns das volle Leben Christi in Saatform. So that we would have his life in fullness. Und das muss wachsen, damit es zur Fülle kommt. And so that it would no longer, like Paul said in Galatians 2:20, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Und es bin nicht mehr ich, der lebe, sondern Christus in mir. So that's where God is leading us unto ultimate intention. Und dahin soll Gottes eigentlicher Plan uns bringen. See, Christ in us in seed form. Christus in uns in Saatform. Growing unto fullness. Der sich zur Fülle entwickelt. To Christ becomes our life. Bis Christus unser Leben ist. So it's no longer us who lives. So dass nicht mehr wir leben. But it's the Spirit of Christ in us living. Sondern der Geist Gottes, also der Geist Christi, der in uns lebt. And you're going to find out really quick, it takes the work of the cross to break the soul, the prideful soul. Also der Weg des Kreuzes bricht, das Werk des Kreuzes bricht diese alte Natur vom alten Menschen. Watchman Nee talked about the seed. Inside the seed is life. Also Watchman Nee sagt, in dem Samenkorn ist Leben. But that seed has a hard outer shell around it that blocks and suppresses the life from being released. Aber eine Saatkorn hat eine äußere harte Schale, die das Leben daran hindern, rauszukommen. But it's that hard outer shell and the seed that needs to be broken so the life that's already inside of that seed can be fully released and then the fruit can come. Und diese harte Schale muss gebrochen werden, damit das Leben nach außen dringen kann. That's the work of the cross. That's the work of the cross leading us unto fullness. Aber genau das ist am Kreuz passiert. See, Jesus said, I have come. Jesus sagt, ich bin gekommen. That they might have life. Damit sie Leben haben. You see that? You see ultimate intention in that? Seht ihr da diesen ewigen Plan darin? Jesus came not just to give us our best life now. Jesus ist nicht gekommen, damit wir das Maximale aus unserem jetzigen Leben rausholen. Jesus came to put his life in us. Sondern er ist gekommen, um sein Leben in uns hineinzulegen. And then that his life in us would not just stay in seed form. Und dass das sein Leben in uns nicht in Saatform bleibt. But that you would have his life more abundantly. You would have the fullness of his life filling you. Sondern dass es eben diesen Prozess gibt zu dieser Fülle in uns. And see, we live in a day and an hour when God is bringing his church unto fullness, the fullness of Christ. Und wir leben jetzt in einer Stunde, in der das Gottes Bewegung ist, dass wir in diese Fülle hineinkommen. And Dad and Michael are going to talk about the work of the cross tomorrow. I shouldn't have said that. You may not come. Also
Michael und Ken werden morgen über diese das Werk des Kreuzes reden. That was a joke. But you know, the work of the cross is so essential. Aber das ist so ein wichtiges Thema. The soul, the pride, the pride of man that's unaffected by the born again experience initially needs to experience the cross. Und weil dieser Stolz in uns, der natürliche alte Mensch, der muss diese Erfahrung des Kreuzes machen. And we have missed the message of the cross today in the church. Und wir vermissen heutzutage diese Message, die Botschaft des Kreuzes. We preach the finished work of the cross, which is awesome. Wir predigen über das vollendete Werk des Kreuzes. But somewhere along the lines, the church said we're going to take this the work of the cross out of the church message because it's too negative. Aber wir werden diesen Weg dahin, diesen Leidensweg dahin, den lassen wir einfach weg, weil der ist zu negativ. And I'm telling you, if we don't have the work of the cross, the way of the cross, we're going to stay far from God's ultimate intention. Aber wenn wir da nicht hindurchgehen, dann werden wir diesen Weg nicht gehen können und dann werden wir weit wegbleiben von Gottes eigentlichen Plan. It takes God, the Holy Spirit. Es braucht den Heiligen Geist. Working in our soul, in our, I mean, I don't know about you, but I mean, I have tremendous amount of pride that God is always working on. Also bei mir geht es so, dass ich viel Stolz habe, an dem Gott ständig arbeitet. In fact, when I was in high school, this is a funny story. In high school, may that be your last story before the yes, break. Yes. Okay. Yes. Actually, the work of the cross is working in you now. No, oh, in mir arbeitet this das auch. This is my last story before the break. Okay, letzte Anekdote vor der Pause. Well, I should have showed you the picture. It's really funny, but maybe tomorrow. But in high school, I won we had an award, and as a senior in high school, I won the biggest ego award. Also, wir hatten auf unserer Schule so einen Wettbewerb, wer hatte das größte Ego, und ich habe gewonnen. So, I had a lot of pride, and still have a lot of pride that God is wanting to bring to the cross, so that the Spirit of God in me can be released fully. Also, und ich habe eben Stolz in mir, und Gott arbeitet daran, damit der Geist in mir vollkommen befreit wird. So we'll take a break there. I'm going to try to send Kai the picture. We'll show you. And, okay. It's pretty fun, also, actually. Wir machen jetzt hier eine Pause, beziehungsweise ihr macht keine Pause, sondern ihr kommt jetzt zusammen in kleinen Gruppen und danach gibt es eine kurze Pause.